Wir haben, glaube ich, nicht die Meinung von Herrn Laschet gehört. Und das ist das, was viele unserer Zuschauer ja nicht wissen. Da sitzen ja in einem Nebenzelt oder wo auch immer Berater. Und da sagt einer, um Gottes Willen, erwähne Maaßen nicht. Der kriegt dann rote Ohren, weil die Frage Maaßen kommt. Was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Ja, er beantwortet die Frage nicht. Ich möchte, dass die Menschen, die sich zum Kanzler unserer Bundesrepublik wählen lassen, selber entscheiden, ich habe eine Meinung zu Maaßen und hier ist sie. Dass der in meiner Partei ist, ist ärgerlich, ich konnte es nicht verhindern. Oder er sagt, unsere Partei hat Platz für viele, auch für den. Da ist zum Beispiel bei uns dieses Ausgrenzen sehr viel schneller. Da sind die Amerikaner, für die ich nicht hier sitze, einfach eher bereit, Dinge auszuhalten, Idioten zu integrieren und sagen, der erzählt einen Mist, er ist aber mehr oder weniger Teil unserer Veranstaltung. Die einen finden, dass es kein Mist ist, ich halte es für Mist, aber man legt sich zumindest fest. Darf ich einen Satz sagen? Sehr gern. Ich sehe das ein wenig anders. Ich hätte an der Stelle, wenn ich jetzt Armin Laschet heute Abend gewesen wäre, hätte ich gesagt, lassen Sie uns weniger über Persönlichkeiten sprechen. Weil ich gebe dir recht, es muss den Zuschauer interessieren, fesseln. Aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, die Personalie Boris Palmer, dann die Personalie Maaßen. Der Zuschauer da draußen möchte wissen, was passiert mit meiner Rente, was passiert... Aber der Zuschauer da draußen, würde ich sagen, möchte doch auch wissen, will ich jemanden, der sich klar äußern kann. Und es muss doch um Inhalte gehen. Wenn ich in einem CDU-Wahlkampf bin... Und ich habe dort auch noch in einem problematischen Teil unseres Landes, in dem es darum ja geht, die Mauer nach rechts zuzumachen. Ich habe da einen, der da ja möglicherweise auch solche Leute binden kann, die sonst die AfD wählen könnten. Dann möchte ich doch hören, kann der Mann, der Kanzler werden will, etwas Klares dazu sagen und nicht sagen, und nein, ich sage, jetzt bewege ich mich mal auf dieses dünne Eis. Man könnte ja durchaus die Meinung vertreten, das ist sogar eine große Tat von Maaßen, dass er die Brandmauer nach rechts zumacht durch seine politischen Positionen. Laschet hat aber schon aufgenommen aus Angst, nein, der ist Teil des rechten, ekligen Randes. Man kann Maaßen aber auch ganz anders sehen. Man kann sagen, ich bin froh, dass wir auch solche Stimmen in der Partei haben, die Menschen eine politische Heimat geben, bevor sie abdriften zu Nazis. Und das alles muss man halt einmal sagen, ohne diese dauernde verfluchte Angst, dass also, man dann hinterher... Was dem einen sein Maaßen ist, dem anderen eben sein Palmer. Aber das, wenn ich das noch, das bewegt mich wirklich, das fand ich von Baerbock also absolut auch niederträchtig, Palmer und Maaßen zu verkoppeln. Also der Vorwurf gegen Maaßen lautet ja, er sei so weit rechts, dass man es schon unangenehm findet. Der Vorwurf gegen Palmer ist, er hat in einem ironischen Instagram oder Twitter Facebook-Kommentar eine rassistische Formulierung verwendet. Hinterher ist dann diskutiert worden, ob sie überhaupt rassistisch war und so weiter. Das eine ist Pipifax, Palmer, und das andere ist ernstzunehmende Parteipositionierung und Strategie. Das miteinander zu verquicken, ist extrem perfide. Ich habe das Gefühl, dass ich mich noch nicht mit jemandem verhalten habe. Ich bin ein Freund des Brüggers geworden, es ist wieder ein Freund. Aber die Wirtschaft funktioniert.